einen kritischen Abnutzungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Warum? Jeff, warum? Warum krieg ich den von Stroll? Das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Ja. Du hast vielleicht bemerkt, dass es hier ein bisschen anders aussieht. Du arbeitest jetzt für ein neues Team, was bedeutet, dass dir die gesamte Forschung und Entwicklung erhalten bleibt, aber der Fortschritt mit deinem vorherigen Team verloren ist. Überprüfe bitte deine E-Mails für eine Zusammenfassung der Ressourcenpunkte, die du übernommen hast. Ja, kann ich gerne machen und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert, da hat er wohl recht, die Farbe ist eine andere, ganz einfach. Und ja, ich bin gerade mal zu dem Team gewechselt, wo ich immer so ein bisschen den Namen vergessen habe, nämlich zu Racing Point. Nicht mehr Force India, Racing Point. Und ich musste gerade tatsächlich noch überlegen, wo war ich denn da jetzt, wo ich unterschrieben habe? Es war Racing Point gewesen, nicht mehr Force India, Steffen, nein, Racing Point. Und ich will ein etwas anderes Format starten. Wir springen nämlich sofort ins Qualifying. Einfach aus dem Grunde, weil wir jetzt auch hier in Österreich unterwegs sind und ich dann ganz gerne dies so ein bisschen nutzen möchte, um einfach das Video etwas kürzer zu halten. Auch im Großen und Ganzen versuche ich das dann auch ein bisschen so zu ändern. Heißt, ab dem nächsten Rennen in Spielberg habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Dann will ich dann einfach etwas längere Rennwochenenden machen. Heißt, wir machen ein etwas längeres Qualifying, dass ich halt ein paar mehr gezeitete Runden fahren kann. Und dann geht's ganz normal wie gewohnt zum Rennen. Hat nämlich zwei Gründe. A, ich denke mal, Training ist jetzt nicht so spannend. Schön und gut, dass wir da so ein bisschen trainieren können. Aber ich denke mal, Qualifying-Rennen sollte für euch vollkommen reichen. Und außerdem möchte ich diesen diesen nahtlosen Übergang zu F1 2020, was für Vorbesteller am 7.7. 2020 erscheinen wird. Und deshalb probieren wir jetzt mal hier noch in den letzten 10 bis 12 Tagen noch ein paar Rennen hier reinzuholen. Und dann geht es der nahtlose Übergang weiter mit F1 2020. Und dazu wird es wahrscheinlich auch ein kleines Vergleichsvideo geben. Mal gucken, vielleicht, ja. Ich habe es ja auch schon so ein bisschen bei Assetto Corsa Komposition so ein bisschen angekündigt. Da gibt es aber zurzeit sowieso ein paar, etwas kleinere Bugs, was es ein bisschen unmöglich macht, dazu ein Vergleichsvideo zu machen. Deshalb, ja, mal gucken, ob wir es bei F1 wenigstens hinkriegen. Sollte da nichts Großes anstehen. Ansonsten, bevor Jeff bestimmt hier gleich mal anfängt, wieder ein bisschen zu quatschen, gehen wir selbstverständlich wie immer zu den Setups. Und dort werden wir hier mal ganz fix ein Setup übernehmen, was ich mir so ein bisschen rausgesucht habe. Wir nehmen hier Folgendes vor: die Transmission. Wie gesagt, ich gucke mir das immer sehr gerne online so ein wenig ab, bin ich offen und ehrlich, so als Amateur. Regen, ungefähr 10 bis 15 Minuten. Alles klar, in 10 bis 15 Minuten gibt's Regen. Als Amateur, sage ich mal so, will ich mich jetzt nicht so tief mit dieser Materie befassen, gerade auch in Sachen Let's Plays, weil ich ja auch in anderen Plattformen oder in anderen Spielen unterwegs bin. Aber hier bei Formel 1 jetzt versuche ich mein Bestes mit dem, sagen wir mal, vorgeschlagen oder selbst ausgesuchten Setup hier irgendwas zu veranstalten. Wir müssen ein bisschen beeilen. Wir haben nicht allzu viel Zeit. So, jetzt nur noch der Druck der Reifen. Der ist aber in Ordnung. Ein paar Wagen sind auf der Strecke. Sollten wir jetzt draußen, bevor es voller wird. Ja, Jeff, ich mach mich schon auf den Weg. Wir müssen nur mal ganz kurz. Hier machen wir mal fix ein. Boah, yeah. Was machen wir da? Machen wir hier ein AU als kleines Kürzel für Österreich. Und dann können wir auch schon gerne auf die Strecke zurückgehen. Jetzt bin ich auch ein bisschen verwuselt, weil mir gerade wieder eingefallen ist. Wir müssen uns ja noch ein Setup erstellen. Gut, ja, also wir haben noch knapp 15 Minuten Zeit. Ich denke mal, so 4 gezeitete Runden kriegen wir hier hin. Österreich ist eine meiner Lieblingsstrecken, egal in welchem Rennspiel. Und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, jetzt gleich sofort hier anzugreifen. Wie gesagt, neu mit den Racing Point hier. Damals noch Force India, jetzt Racing Point. Ich weiß gar nicht, wer unser Teamkollege ist tatsächlich. Da bin ich sogar ein bisschen überfragt. Ja, Einstellung alles auf Maximum. Und mal gucken, ob wir halt auch einen kleinen Sprung hier hinkriegen von sauber zu Racing Point.
ob das Fahrzeug wirklich hier schneller ist und wir noch mehr konkurrenzfähiger sind gegenüber den, naja, sagen wir mal, sehr dominanten drei Teams, Red Bull, Ferrari und Mercedes. Also ist es egal, in welcher Reihenfolge, Mercedes schon sehr weit oben. Ferrari und Red Bull auf alle Fälle auf Augenhöhe, manchmal vielleicht sogar Red Bull weiter vorne. Hier sind wir auf alle Fälle zu Gast auf den Red Bull Ring in Spielberg, wo es auch tatsächlich in F1 2020, respektive in der Formel 1 Saison 2020, denn losgehen wird. Zum ersten Mal in der Geschichte ein Doppelrennen in der Formel 1, heißt zum Beispiel, ich glaube zu meinen, schon Anfang, Mitte Juli geht's los. Erste Rennwochenende auf ein Wochenende verteilt. Das nächste Rennwochenende genau eine Woche später dann. Und da bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Schade, schade, dass da Mercedes ein Veto eingelegt hat in Sachen umgekehrte Startausstellung. Heißt quasi im zweiten Rennen in umgekehrter Startformation gestartet. Haben die leider mit Nein gestimmt. Alle anderen waren dafür gewesen. Ist halt nun mal so, was willst du machen? Versteht man auf der einen Seite, auf der anderen Seite, okay, kommt Mercedes. Wir haben hier sowieso auf eine gewisse Art und Weise was Besonderes hier vor uns. Das wäre jetzt die perfekte Zeit gewesen, wirklich eine, nicht nur eine Evolution, sondern eine Revolution in Sachen Formel 1 zu starten. Bist auf P10 gefallen? Na, P10 ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wie gesagt, mit ein bisschen mehr Training wäre ein bisschen besser hier geworden. Alles noch ein bisschen schwammig. Ja, leider hat noch niemand so richtig auf meine Frage geantwortet. Ich weiß, die Rennspiele hier bei euch, dass die Plattform an sich, die kommt nicht so gut an. Finde ich ein bisschen schade. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ja, ich komme ja schon rein. Kommt leider bei euch nicht so gut an und ja, ich hätte eigentlich die Frage gestellt, ne, wie schaut es denn bei euch eigentlich aus? Wollt ihr eigentlich, dass ich eine Kamera währenddessen laufen lasse, wie man mich sieht, wie ich am Lenkrad sitze? Oder ist das so für euch vollkommen in Ordnung? Mir ist das vollkommen gleich in dem Sinne. Ich finde es zwar immer schöner, wenn man mich am Lenkrad sieht, aber wenn es halt nicht unbedingt sein muss, muss es ja nicht unbedingt sein. Ganz einfach. Ja, wie schon gesagt, die Rennspiele kommen nicht so gut an. Das ist mir aber einerlei, weil ich halt einfach ein riesen Rennspiel- und Simulationsfan bin. Und deshalb werden die einfach so im Programm bleiben. Tut mir auch leid. Tatsächlich habe ich mir sogar ein bisschen überlegt, wir werden auch mal so ein bisschen, ja, das Programm generell ein bisschen umschreiben. Dazu aber später vielleicht mal in irgendwelchen Livestreams ein bisschen näher. Jetzt erstmal konzentrieren wir uns mal jetzt die nächste gezeitete Runde hier zu fahren. Wir nehmen den nächsten Reifensatz hier. Mal gucken. Ich habe halt immer so ein bisschen ein Problem, statt Siegerehrung bergauf, da scheint die Sonne schon ordentlich rein, da richtig den Punkt zu treffen, anzubremsen. Wie gesagt, Ideallinie bei mir an. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin halt blutiger Anfänger, zwar mit einem Lenkrad und Sitz, aber trotz all den, ich musste auch selber erstmal reinkommen. Und so spiele ich es auch nur wieder nicht. Wann habe ich das letzte Mal Formel 1 gespielt? Das war vor meinem Urlaubrennen gewesen. Ich denke mal, ist schon wieder 2,5 Wochen fast her. Also so oft spiele ich das Spiel halt dann auch nur wieder nicht. Kommen hier relativ gut durch die erste Kurve, wie gesagt. Den Punkt jetzt wieder nicht so schön getroffen. Ist halt ziemlich schwer bergauf. Die Sonne strahlt da schon ordentlich rein. Auch der Punkt jetzt hier auf die Gegengerade nicht gut getroffen. Ja, da können wir auch sowieso ein bisschen Piano machen. Leider war das RS-Einsatz auf Mitte gestellt. Auch nicht schlecht. So. Boah, ich hoffe mal, ich vertue mich jetzt hier nicht. Mit dem Teamwechsel riskiere ich ja so einiges. Es war jetzt ein bisschen sehr hochnäsig von mir gewesen, gleich mal mitten in der Saison das Rennen zu wechseln, das Team zu wechseln. Nach nur 9 Rennen. So, nochmal probieren. Jetzt sieht man Ideallinie auch wesentlich besser. Besser durch die erste Kurve. Darf
Hier kommen wir auch wesentlich besser durch diese Kurve hier. Also jetzt bei den allerersten Runden so gesehen, Racing Point, wie soll man es beschreiben? Es fährt sich solider, was nicht unbedingt schneller heißen muss, aber man kann kontrollierter damit fahren. Auf einer kurzen Strecke oder respektive einem kurzen Rennen gesehen, macht das jetzt nicht so viel aus, aber auf langer Sicht gesehen kann man da doch schon einiges gewinnen, wenn man konstant gute Runden fahren kann. Muss nicht unbedingt das allerschnellste Auto dadurch sein, auf eine oder zwei Runden gesehen, wie beim kurzen Rennen, aber jetzt hier kann das schon so einiges bedeuten. So, ich denke mal, die Runde war wesentlich besser. Ich guck mal ganz kurz in die Rennleitung. Platz 3. Das ist auf alle Fälle eine Hausnummer. Und wir können nämlich durch die Rennleitung kurz mal schauen, wie war denn unsere erste gezeitete Runde. Die war bei 1,835 gewesen. Da hauen wir einfach mal 1,5 Sekunden nochmal drauf mit 1,676. Starke Runde, denke ich mal. Gucken, wie da der Abstand ist. Im schlimmsten Falle müssen wir halt dann auch so ein bisschen die KI ein wenig erhöhen. Und ja, es sind halt immerhin 3/10, wa? Wie kann man kurz hier ein bisschen beschleunigen? Ich denke, können wir ja mal gucken, wo unser Teamkollege nämlich hier ist. Der Sergio Perez nur auf Platz 17. Das ist ein bisschen sehr erstaunlich. Und erstaunlicherweise die Saubers. Wo sind die denn? Kimi Räikkönen auf Platz 8. Holla die Waldfee. Und na gut. Ich wollte gerade sagen, Lance Stroll war ja nicht sauber gewesen. Wo ist der nächste sauber? Kimi Räikkönen. Wir erwarten bald Regen. Stell dich in den nächsten Minuten auf die ersten Tropfen ein. Seit wann ist er? Ach, wir tauschen auch noch fleißig. Okay, Lance Stroll ist jetzt mittlerweile bei sauber. Gut, naja, warum auch nicht? Dann würde ich mal sagen, probieren wir nochmal eine zweite Runde zu fahren. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, wartet auf uns die allererste Pole überhaupt in unserer Formel 1 Karriere. Ich bin auch ziemlich aufgeregt, was F1 2020 uns bringen wird. Das wäre das allererste Mal, dass ich nahtlos so ein Let's Play dann quasi den Sprung ins nächste Spiel wagen würde. So. Erste Kurve war wirklich stark gewesen. Hab so ein Gefühl, es war genauso schnell, wenn nicht sogar ein Ticken schneller. 30 Sekunden in dieser Session. Jetzt hier Anfang zweiter Sektor, denke ich mal, Zeit gleichbleibend. Sehr entscheidend hier die Kurve, wie die wir hier nehmen. Mal gucken, wo wir jetzt hier durchkommen. Hier kann man nämlich sehr viel Zeit liegen lassen. War gut gewesen. Hier schön bremsen, leichtes Lupfen. Das kann sich ausgehen. Wenn jetzt die ersten Tropfen, die glaube ich gerade da sind, uns nichts hier kaputt machen, keinen Strich durch die Rechnung machen. Hoah. Okay, also Platz 4 ist alles andere als enttäuschend, Jeff. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal. Alles andere als enttäuschend. Was will Jeff? Was will Jeff von uns? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bitte euch. Fällt es Ihnen bei Ihrem neuen Team? Nein, wir geben den Medien hier keinen Kommentar. Wir geben den Medien hier keinen Kommentar. Nein, das geht einfach nicht. Ich will zu Jeff. Das gibt's einfach nicht. Nach so einem Kommentar. Ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend. Es gibt nicht viele Fahrer, die das Team einfach mal so wechseln. So ein Team, dessen Namen sie nicht einmal kennen.
Na gut, ein bisschen Spaß beiseite. War gut gewesen, fand ich persönlich. Also das Qualifying war wirklich sehr in Ordnung und souverän gewesen. Platz 4, kann man echt nicht meckern. Unser Rivale ist ja Kimi Räikkönen. Und ja, unser Teamkollege Sergio Perez, da haben wir 2 Punkte bekommen. Oder respektive, was haben wir da sogar? Was mit 8 Punkte? 8 Punkte gegenüber Kimi Räikkönen, okay. Und 1 Punkt mehr gegenüber Sergio Perez, weil einfach unser, ja, Qualifying-Ergebnis wesentlich besser dort war. Bin's ein bisschen traurig. Das ist zwar nicht ideal, was aber ist denn, am Samstag gibt es noch keine. Was ist denn Pech im Qualifying? Was sieht. Im Rennen richtig durchstarten. Was. Erwartete Qualifying-Platzierung. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Guckt euch das an. Ich bin bei Sauber. Wechsel zu Racing Point. Erwartete Qualifying-Platzierung Platz 3. Hab ich nicht eingestellt. Hab ich nicht so eingestellt. Niemals. Ach, ey, ist das... Was ist das denn für eine Scheiße? Wie geht denn sowas? Was soll ich machen, wenn ich bei Ferrari oder Mercedes bin? Soll ich alle anderen noch überrunden? In 3 Runden. Naja, okay. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Alles klar, bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Nein, Jeff, ich will nicht mit dir reden. Ja, den Gnatsch mit Jeff, den werden wir schon bis aus der Welt kriegen. Erstmal der Start hier in Österreich. Oh. Ich weiß nicht, ob das zu früh war. Können uns hier gegen Mercedes behaupten? Uiuiuiui. Ich bin ehrlich, da habe ich die Augen zugemacht beim Start. Auf gut Glück. Mit viel Wut jetzt in dieses Rennen rein. In Ordnung, guter Start. Wir stehen ganz gut da. Hui. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, den Ferrari hier tatsächlich zu überholen. Das wäre ein Ding. Ein bisschen weit raus. Können gut dranbleiben. Wir werden mal hier wieder mal mit dem RS ein wenig runtergehen. Sparen bis zum geht nicht mehr. Jetzt aber gleich auf den etwas längeren Geraden. So. Adrenalin steigt, der Puls steigt. Wir sind im Windschatten. Wir ziehen uns ran, Ferrari. Gegen Racing Point. Lassen wir uns da gegenseitig Platz, ja. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Jeff, guck auf die Anzeigetafel, wo ich stehe. So sieht Enttäuschung aus, Chef. So sieht Enttäuschung aus. Tut mir leid, dass ich nicht alle anderen überrunde. Es tut mir leid, Chef. Ich schäme mich zu Grund und Boden. Nur Platz 1. Aktuell noch. Versuchen wir uns aber jetzt mal hier so ein bisschen zu fokussieren und zu konzentrieren. Wir haben einen kritischen Abnutzungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Warum? Jeff, warum? Warum krieg ich den von Stroll? Ja. Oh, pure Aufregung hier. Der Ferrari doch jetzt nochmal hier von innen. Wer bremst später? Es sind wir. Reduziere den ERS-Einsatz. Wir müssen die Batterie laden. Schon gemacht. Natürlich, natürlich. Waldemar van der Vaart wechselt zum Team. Das Team, naja, ich würde mal sagen, in der Teamwertung vielleicht auf Platz 4 bis 6. Und dann soll er auch noch auf Platz 3 jeweils in Qualifying und Rennen fahren. Und zum einen übel kriegt er auch noch das Aggregat von seinem Vorgänger, das schon, naja, lizenzhinüber ist. Warum nicht?
So läuft das hier im Milliarden-Business Formel 1 ab. So. Der Ferrari aufgestoppt von beiden Mercedes. Ah, gut Schwung mitgenommen. Jetzt mal so ein bisschen Benzin und Batterie einsparen. Motorleistung sinkt deutlich. Spürbarer Verschleiß am Motor. Ja, Jeff, ey, wir. Ich komm, falls ich meinen Wagen hier irgendwo abstellen muss, komm ich mit diesem Moped, was uns hier mal abholt, und krach aber sowas von in die Garage rein. Nein. Na, holla die Waldfee. Vielen Dank dafür. Okay. Können wir mal ein bisschen rankommen lassen. Hier nochmal fest auf die Eisen. Dann suchen wir uns mal hier im Punkt. Dann versuchen wir uns eine kleine Lücke jetzt hier aufzubauen. Maximale Leistung. Ist mir scheißegal, was mit dem Motor nach Start und Ziel passiert. Ich pinkel den auch gerne aus. Aber der Nummer 2 Fahrer kommt hier auf Platz 1 Richtung Start und Ziel. So wird's gemacht, Jeff. So wird's gemacht. Jetzt will ich nicht nochmal hören, wie schlecht ich war. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. In eurem Sinne. In eurem verfickten Sinne. Es leckt mich doch am Arsch. Das ist verfickt nochmal Racing Point. Wir sind hier nicht im Mercedes-Werksteam. Das ist Racing Point. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Fort? Die heutige Leistung von Racing Point hat gezeigt, dass sie mit den Etablierten des Sports mithalten können. Gut, meine lieben Freunde, das war auf alle Fälle was sehr Schönes gewesen. Wir gucken uns jetzt gemeinsam die Wiederholung an. Ich werde auf alle Fälle mal eine rauchen gehen. Mein Adrenalin ist ziemlich nach oben gestiegen. Ich wünsche auf alle Fälle viel Spaß bei der Wiederholung. Ansonsten einen angenehmen Tag, eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war aber schon ein heftiger Start.
When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss her. Oh.